Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say that you're on a boat. Dein richtige Gesicht. Was ist? Was ist? Wer, der stinkt? Hallo. 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 Voll bereit. Ja, mir geht's wieder gut. Das ist schon mal schlecht. Gar. Das war ein Mongo-Beitrag. Thank you.
bitte. Wir haben zwei neue Mitglieder, dem Gabriel und dem Samira. Oh. Hallo. Sie lächeln schön in die Kamera, schau. Zack, zack, wunderbar. Jetzt habe ich gedacht, wir hatten hier den Auftritt zu Nunigen am Guggenkonzert. Jetzt frage ich dich doch mal, wie es Ihnen so gegangen ist. Gabriel, was denkst du? Es ist wirklich ein super Feeling und das mit dem Bohnen-TV, das ist wirklich das Beste, was je hat. Es gibt und es gibt nichts Besseres. Wie hast du gefunden? Hast du gemerkt, dass du eingesprungen bist beim Pop-Play? Hast du eine Notlösung angebracht? Ja, da muss man auch ein bisschen improvisieren oder? Und einspringen. Ja, so ist es. Ja, gell. Man muss halt auch mal schauen, dass wir die anderen aus der Scheisse ziehen, so in etwa. Gut, und Samira, wie hat sie es gefunden? Ist auch gut gewesen. Bis auf Sleeping bin ich recht froh, dass ich das Rita hatte. Weil ich bin dort gestanden und dachte, fuck, was muss ich jetzt spielen? Im Kopf habe ich es gehabt, aber ich habe es nicht auf die Blöcke gebracht. Sensationell hat sie es gemacht.
Dankeschön, Crazy. Ich will noch schnell etwas anmerken. Also am Morgenstreich war sie als einziger Block dabei gewesen. Und sie hat es sensationell gemacht, würde ich sagen. Nicht mit Präsident. Sensationell gemacht. Von dem her, excuse, Miss First Lady, sie hat es gut verdient. Natur! Können wir es heute umschießen? Oder können wir es nicht? Unsere wilde Schabacke, Patricia, ist schon fleissig am Gaggi machen. Und ist jetzt gerade am Seichen. Das natürliche Balzverhalten. Wenn wir es heute umschießen, wäre das eine Aufforderung zur aggressiven Verhaltensordnung von Patricia. Es ist eine geschützte Art. Also gehen wir vorsichtig vor. Kopf, Dami! Was ist los? Schieß mal! Wir haben sie erregt. Aber das heisst nicht, dass sie nicht abgeneigt ist. Am Lachen von der anderen Rudeltier kann ich entnehmen, dass sie gleich fertig ist. Und somit... Kann ich mal eine ruhige Beise machen, oder? Und somit wär's das gewesen. Bin jetzt Natur.
Hose gut gackeln. Alle richtig an Scheisse. Er fährt heute noch Bus. Nein, fahr nicht Bus. This is the final call for boarding. Final call. Final call for boarding. Miss Tidmarsh, go away. Final call boarding, please. Gate 10. Final call. Du, Präsident, wie ist es mit so einer First Lady zusammen zu sein? Ja, komm mal weg. Morgen. Morgen. Nächste. Was ist jetzt so passiert? Ja. Nein, nein, ist alles noch. Hätte sie Welle. Wir haben nur schnell. Und was hat sie dabei gefühlt? Es ist voll geil. Hey, wie geliebt! Hey, in Zürich ist es super geil. Es ist super geil, weil die huren Frauen, die sind super geil. Weißt du, die meine? Nicht, hä? Sensationell! We'll be right back.
Morgen. 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 Prost. Alles klar. Noch müde. Herzlich willkommen zum Bonusschränzer TV 2015. Oh, schon 15. Gut. Jetzt ist sie schon wieder telefonieren. Das Patricia telefoniert. Also, wir fangen mit Patricia an. Jawohl. Wieso genau bist du immer am Telefon, die Fasnacht? Ja. Einfach. Jetzt musst du eine gute Begründung haben, sonst wird es peinlich. Ja, weiss auch nicht. Wenn die Leute schreiben, halt zurück, wenn er fragt, dann nehme ich ab. Sie haben noch nie begriffen, dass die Zeit von der Fasnacht eigentlich eine Zeit ist, wo sie nachher nicht die ganze Zeit da vorne sind. Aber wir lernen ihr das schon. Das sagt sogar Frau Bohrer. Ja, kann ich auch noch Bombschüsse? Warte schnell. Ja, ist gut. So, wir machen weiter. Claudia! Wie war dein gestriger Tag mit den Bodenschränken? Super. Oh, ey, wirklich perfekt. Super cool. Bist du im Partybus? Ja, bin ich gewesen, ja. Hast du überlebt? Ich habe es überlebt. Sonst würde ich einen Toast, oder? Ja, sie hat ein bisschen Wodka-Schöttchen müssen trinken. Aber eigentlich hat man es nicht angesehen. Nein, aber sie hat niesen. So. Also, jetzt kommen wir nochmal zu Patricia. Ja. Die Madame hat das Nattel immer am Ohr. Ja, die kommt nachher endlich noch. Moment. Moment. So, wir wollen gerne wissen, mit wem du die ganze Idee schreibst. Ich schreibe nicht mehr, es ist meistens Gruppenchats. Dann schreibe ich zurück. Das ist der Gruppenzwang. Tommy! Tommy! Das ist der Gruppenzwang. Okay, von jetzt an geben wir einfach immer dem Gruppenzwang die Schuld. So. Nein, es ist der Gruppenzwang. Herr Howald! Ich bin auch gerne reingekommen. Wie war Ihr gestriger Auftritt? Das ist der Wahnsinn, der absolute Wahnsinn. Sensationell war es. Weißt du, was ich meine? Hervorragend! Gut, er kann buchstabieren und silberne Schwätze. Das ist so schön. Das heisst, ich nicht mal im Dschungel gehabt. Ja! Thank you.
Wir haben das vorher so schön gibt. Hallo! Hallo! Willkommen, willkommen! Wer hat spaziert? Ich habe es ja nicht aufgenommen, wir müssen es so machen. Das hat Claudia alles mitgenommen. So versaut ist sie. Tobi ist schon am Mischen. Du bist Wodka. Wodka-Cola. Wodka-Cola, ich höre an, wegen der Pistagne. Ja. Das normale Cola ist ja. Zwei. Wenn, dann nehme ich gerade richtig. Wodka-Cola. Junge, du? Du mal die Schlacht gemacht. Thank you.
Bohnenschränzer, ihre Lieblingsbeschäftigung, Nappellieren. Jetzt hör auf, das ist gut gestellt jetzt. Nimm oh, Melli. Das ist die nächste. Ich habe es erst jetzt gesehen wegen der Nasenbücher. Aber ja, hier. Dann schreib doch ein SMS. Nein. Ja. Nimm mir nichts. Ist Tanja? Nein. Samira, was haltest du von Gabriel? Gabriel? Er ist ein cooler Sieg. Wieso? Frag den dicken Finger. We'll be right back.
dann nimm das Instrument. Hey, ja, viel